Stefan Meross sagte einen Wiesn-Auftritt recht spontan ab. Schnell gab es Gerüchte, dass diese Absage alkoholbedingt sei. Meross widersprach und legt jetzt erneut nach. 4 Stunden bevor Stefan Meross auf einer Bühne in einem Festzelt stehen sollte, sagte seine Partnerin Eva Lubinger den Auftritt per SMS bei seiner Managerin ab. Die war extrem sauer auf Meross, musste für Ersatz sorgen. Wie RTL berichtet hat, wollte sie die Zusammenarbeit aufkündigen. Laut einem Bericht von Bild.de soll er angeblich am Abend zuvor bei einer Hochzeit zu tief ins Glas geschaut haben. Merossi widersprach den Berichten in einem Interview. Zu RTL. Zu behaupten, ich wäre bei der Hochzeit rausgetragen worden, ist eine bodenlose Frechheit und eine völlige Falschaussage. Er habe seinen Auftritt auf dem Oktoberfest ohnehin nicht fest zugesagt. Der Termin auf dem Oktoberfest war eine kurzfristige und freiwillige Sache. Ich hatte von vornherein gesagt, ich mache es, wenn ich es schaffe. Und ich habe samstagmorgens gemerkt, wir schaffen das wirklich nicht, weil ich in der Nähe von Stuttgart einen Auftritt hatte. Jetzt legt der immer wieder Sonntagsmoderator erneut nach. Stefan Meross mit Schwimmweste, denkt immer daran, euer Merossi wird nie untergehen. So zeigt sich der noch Mann von Anna-Karina Wojcik an der Reling eines großen Schiffes. Er trägt eine knallorange Schwimmweste und strahlt in die Kamera. Mit beiden Händen zeigt er ein Victory-Zeichen. Liebe Freunde, es geht los nach Norwegen mit der MS Amera, verabschiedet sich der Schlagerstar von seinen Fans. Wir genießen die Tage zusammen. Doch dann holt er zum Rundumschlag wegen der Berichterstattung der vergangenen Tage aus. Denkt immer daran, euer Merossi wird nie untergehen. Alles Gute, bild dir deine Meinung. Eine offensichtliche Anspielung auf einen früheren Werbeslogan der Bild-Zeitung, die zuerst über die angebliche Suff-Absage berichtet hat. Stefan, lass dich nicht unterkriegen. Auch ein Bild mit seiner Partnerin Eva Lubinger postet er. Beide schmiegen sich aneinander und lächeln in die Kamera. Meross zeigt sich in einem NASA-Hoodie mit Baseballcap und schwarzer Sonnenbrille. Lubinger hingegen trägt ein weißes Sweatshirt. Grüße von uns beiden, schreibt Meross zu diesem Posting. Unter beiden Beiträgen wünschen viele Fans dem Paar eine gute Zeit an Deck. Ihr zwei seht sehr glücklich aus, freut sich eine Followerin. Eine andere schreibt, ganz viel Spaß und eine schöne Zeit. So ist es, einem Stefan Meross kann keiner was. Auch liest man, ich hoffe, ihr könnt ein wenig entspannen. Lass die Leute reden, vergiss nie, wir Fans stehen immer hinter dir. Stefan, lass dich nicht unterkriegen, lautet der schlichte Rat eines anderen Fans.